Sind Sie schon auf Wikisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format vom Wissenschaftsgremium. Und heute wird auch wieder Wissen herausgetragen durch meinen Gast, der Diabetologe ist, seit über 30 Jahren daran arbeitet, 400 Studien, klinische Studien mitgewirkt hat und uns allen beschenkt hat mit einem ganz anderen Verständnis zur Diabetes. Ich bin immer davon ausgegangen, Diabetes ist eine reine Zuckererkrankung. Heute muss ich sagen, weit gefehlt, das geht viel tiefer. Und die Folge- und Späterkrankungen von Diabetes, das hatte ich nie auf dem Schirm. Doch habe ich heute auch gehört, dass rund 75% aller Diabetiker letztendlich an Herzproblematiken sterben, Herzinfarkt, Schlaganfall und. Und niemand hat irgendwie diese Folgeerkrankungen auf dem Schirm. Auch zum Beispiel, dass Demenz oder Prostatakrebs und einen Zusammenhang hat letztendlich bei Diabetes mit Entzündungsherden. Das war mir auch so gar nicht bewusst. Heute gehen wir mal nochmals rein in dieses Thema. Mein Professor und Wissenschaftsgremium ist heute wieder da und nach dem Intro legen wir los. Bleiben Sie dran. Da sind wir schon wieder und jetzt darf ich meinen Gast auch zeigen. Er ist Arzt, er ist aber auch Chemiker, Professor Dr. Dr. Andreas Pfützner. Herzlich willkommen. Hallo Alexander. Das war jetzt ein langes Intro, gell? Ja, toll. Aber ich muss das ein bisschen zusammenfassen. Alles gut, gell? Alles ja. Gut, ja. Ja, wir wollen uns heute mal mit dem Thema beschäftigen, wenn wir doch jetzt den Patienten verstanden haben. Also wir haben auf der Basis der Pathophysiologie eine Phänotypisierung durchgeführt. Welche Möglichkeiten haben wir denn? Und nicht jeder Zuschauer hat die zweite Sendung gesehen. Von uns, gell? Ja, ich fasse das gerade noch mal zusammen. Super. Ja. Vielleicht gucken wir noch mal kurz das Bild der Pathophysiologie des Diabetes an. Das ist ja ein hochkomplexes Bild, das ja getrieben wird durch eine Gewichtszunahme. Dadurch entstehen Hormone, die gegen Insulin arbeiten. Das führt dazu, dass die Bauchspeicheldrüse mehr Insulin produziert. Und wenn dann eben eine Diabeteserkrankung dazukommt, die entsteht auf genetischer Basis, also die wird vererbt und betrifft die insulinproduzierenden Zellen, die das der Insulin dann nach einer gewissen Zeit nicht mehr richtig herstellen können. Es entsteht dann eben neben dem Insulin auch noch der Vorläufer, der zwar auch den Blutzucker senken kann, aber nicht mehr so gut wie das eigentliche Insulin selber. Deswegen wird also mehr gebraucht. Dann haben wir so eine Situation, wo der Blutzucker durchaus noch normal sein kann, wir aber auf der anderen Seite durch die Gewichtszunahme und die damit verbundene hormonelle Aktivität des Bauchfetts und des Organfetts, dann kommt es eben zu weiteren Störungen. Da wird ein Hormon ausgeschüttet, das zum Bluthochdruck führt. Da wird durch den Bedarf an Fettsäuren entsteht eine Fettstoffwechselstörung. Und was eben noch am schlimmsten ist, ist, dass durch das Entstehen der Fettzellen, durch eine Ausdifferenzierung von Stammzellen, wird, damit es eben nicht zu Krebs kommt, das passiert da immer wieder mal, der muss bekämpft werden, also wird das Immunsystem aktiviert, damit diese Situation keinen Schaden anrichten kann. Und es ist der aktivierte Makrophage, also eine Zelle des Immunsystems, die, wenn sie durch andere Gründe beladen ist, mit Cholesterin in die Gefäßwand eindringt, die zur Atherosklerose führt. Das wissen auch nur wenige Menschen. Atherosklerose ist eigentlich ein immunologischer Prozess und nicht nur einfach eine Kalkablagerung. Das ist ein aktiver Immunprozess. Und die entsteht aber chronisch dadurch, dass wir jetzt diese Diabetes-Stoffwechselsituation haben. Und wir haben dann ja in unserem Programm, wenn der Patient zu uns kommt und wir haben geklärt, was er denn gerne möchte, dann verwenden wir Biomarker, und zwar Adiponektin, Leptin, intaktes Proinsulin und HSCRP, um zusätzlich zu den Parametern, die normalerweise der Arzt bestimmt, um den Diabetes zu verstehen und zu messen. Wir wollen verstehen, was ist der Grad der zugrunde liegenden Störung. Der Blutzucker ist nur ein Symptom der Krankheit. Die Probleme liegen tiefer, ähnlich wie in der Psychiatrie. Ja? Und, ja, genau. Und wir können durch unsere Biomarker zumindest mal einen Anhaltspunkt bekommen und den Patienten in seinem Stoffwechselzustand für uns näher beleuchten. Und dann können wir hingehen und können, wenn wir also wissen, was da passiert, gehen wir mal weiter, dann können wir hingehen und können jetzt ganz gezielt Therapien auswählen für die einzelnen Komponenten. Und ich habe unter anderem, wenn wir festgestellt haben, dass die
die Bauchspeicheldrüse eigentlich noch ordentlich produziert, auch wenn sie vielleicht was Falsches produziert. Also auch wenn ein Patient zu mir kommt mit sehr hohen Proinsulinwerten, wofür es eigentlich nur einen einzigen Grund gibt, nämlich eine Beta-Zell-Fehlfunktion bei Diabetes. Es gibt noch einen kleinen Tumor, Proinsulinom, da gibt es 3 Fälle pro Jahr in Europa. Das kann man für die Differentialdiagnose vergessen. Ansonsten ist ein erhöhter Proinsulinwert immer hinweisend auf eine massive Störung der Insulinproduktion. Ja. Und wenn da aber noch hohe Mengen rauskommen, ist das für mich gar nicht so negativ, weil dann weiß ich, da ist noch Produktionskapazität da. Die Zelle oder das Organ ist nicht ausgebrannt. Da gibt's noch was ich machen kann. Und beim Diabetiker Typ 1 macht da die Bauchspeicheldrüse nichts mehr. Da haben wir eine andere Situation. Da ist durch einen Autoimmunprozess sind die Zellen sozusagen vernichtet worden, die das Insulin produzieren. Und da kann man das leider eben nicht mehr machen. Und da macht es auch kein Proinsulin mehr. Nein, ja, man kann es messen, weil in der Phase der Diabetes-Manifestation schmeißt die Bauchspeicheldrüse dann alles raus, was sie noch hat, um den Zucker zu kontrollieren. Das ist aber ein ganz seltener Fall. Aber also da müssen wir anders arbeiten. Da arbeiten wir mit Schulung und mit Diabetes-Technologie vor allem. Ja, bei der Behandlung von Typ 1. Beim Typ 2 haben wir andere Möglichkeiten, weil jedes Organ hat gewisse Regenerationspotenziale. Und ich habe das mal aus Studien gesehen, da hat man diese GLP-1-Analoga im Tierversuch untersucht und hat festgestellt, wenn wir diese Medikamente einsetzen, dann nahm plötzlich bei Ratten und Mäusen die Beta-Zellmasse wieder zu. Und da habe ich mir gedacht, Moment, stopp, das ist ja ein Konzept, das könnten wir ja vielleicht auch beim Menschen umsetzen. Und zwar, indem wir eben nicht nur auf das Phänomen der Gewichtszunahme und der chronisch-systemischen Entzündung losgehen, sondern vielleicht auf alle Komponenten gleichzeitig, dann müssten wir doch in der Lage sein, sozusagen die Stoffwechselkontrolle von außen zu übernehmen für einen bestimmten Zeitraum. Und bei uns hat sich mittlerweile herauskristallisiert, dass ein Zeitraum von 3 Monaten tatsächlich ideal ist, um zu schauen, ob man nicht die Bauchspeicheldrüse gewissermaßen wieder zum Leben erwecken kann. Ja, natürlich kann ich nicht messen, ob die Beta-Zellmasse zunimmt, aber ich kann natürlich am Sekretionsprodukt sehen, ob sie jetzt wieder richtig arbeitet. Und wenn wir also hingehen und was wir dann machen ist, wir nehmen Medikamente, die auf alle 3 Grundstörungen zielen. Ich nehme zum Beispiel ein Glitazon, um die Insulinresistenz zu behandeln. Wir nehmen ein GLP-1-Analogon, damit der Patient sich satt fühlt, auch um die Funktion der Beta-Zellen zu optimieren. Wir können einen SGLT2-Inhibitor zusätzlich noch einsetzen. Das ist eine Tablette, die sorgt dafür, dass überschüssiger Zucker durch die Niere ausgeschieden wird, was sie normalerweise nicht macht. Normalerweise will sie ja, ist ja unser Treibstoff, der Zucker, der soll schon im Körper bleiben. Das ist eigentlich ihre Aufgabe. Aber ab 180 Milligramm pro Deziliter wird Zucker nun mal zum Zellgift. Und dann fängt die Niere auch an, ihn auszuscheiden. Auch so hat man ja früher Diabetes diagnostiziert, weil der Urin süß schmeckte plötzlich. Ja. Heißt eigentlich nur, dass der Zucker mehrmals über 180 Milligramm pro Deziliter der sogenannten Nierenschwelle gelegt haben. Und der SGLT2-Inhibitor senkt die Nieren. Schwelle. Das führt natürlich dazu, dass der Patient Kalorien, und zwar nicht zu knapp, etwa 500 Kilokalorien pro Tag, allein schon dadurch verliert, dass er auf die Toilette geht. Dann hat er, wenn GLP-1 gut wirkt, auch noch keinen großen Hunger. Und das hilft ihm natürlich dabei, diesen treibenden Effekt des Fettgewebes, das gerne wachsen möchte, loszuwerden. Und wenn das mal passiert, dann nimmt auch diese chronische Entzündung ab, weil die wird ja getriggert durch diese Ausdifferenzierung der Fettzellen. Und das ist schon mal die eine Komponente, die massiv die Beta-Zelle entlastet. Dann sorgen wir dafür, dass das vorhandene Insulin auch noch besser arbeiten kann. Außerdem wissen wir, dass auch das Glitazon in der Lage ist, diese chronische Entzündung noch weiter zu dämpfen. Das ist ein Zusatzeffekt. Wir sprechen hier von pleiotropen Effekten von Medikamenten. Und dann bekommen die Patienten auch niedrig dosiert Insulin zur Unterstützung der Bauchspeicheldrüse. Und damit kann die Bauchspeicheldrüse sich mal so richtig erholen. Ich sage manchmal salopp zu meinem Patienten, vielleicht ein kleiner Witz aus der Histologie, die Zellhaufen, wo man das Insulin, wo man die Beta-Zellen findet, die hat ein Paul Langerhans entdeckt und deswegen heißen sie die Langerhanschen Inseln. Und ich sage meinen Patienten, mit dieser Therapie schicken wir mal die Bauchspeicheldrüse auf Urlaub, auf die Langerhanschen Insel, die soll sich mal ausruhen, in die Hängematte legen, relaxen, entspannen, ja. Weil was dann nämlich passiert ist, dass es auch dort Stammzellen gibt.
Und die können wieder aufgebaut werden zu insulinproduzierenden Zellen. Es gibt in der Bauchspeicheldrüse auch das Phänomen, dass es andere Zelltypen gibt, die sogenannten Alpha-Zellen. Die können bei Bedarf zu Beta-Zellen umgeswitcht werden. Wir sprechen hier von Rekrutierung. Auch das Rekrutierungsvermögen wird wieder gesteigert. Das wissen wir aus den Tierversuchen. Ja? Und plötzlich, siehe da, nach 3 Monaten setzen wir alles ab, bestimmen das ganze Bild nochmal komplett neu und stellen fest, oh hoppla, jetzt ist das Proinsulin gar nicht mehr erhöht. Das ist ja cool. Das Adiponektin ist angestiegen und das HSCRP ist abgefallen. Das heißt, auch das kardiovaskuläre Risiko und die chronisch-systemische Inflammation haben wir behandeln können. Und wenn das gelingt, dann sehen Sie auch plötzlich eine Normalisierung des Blutzuckers. Das heißt, der Patient hat auch noch abgenommen. Und möglicherweise gar keine Medikamenten-Dauerauftrag mehr, sondern Sie können vielleicht sogar wegkommen. Das ist jetzt die nächste Schlussfolgerung, die man ziehen kann. Und ich zeige Ihnen auch gleich mal ein Fallbeispiel, was wir da erreicht haben. Entscheidend ist aber ganz wichtig, wir nehmen ganz niedrige Dosierungen. Ich habe das schon bei mehreren 100 Patienten gemacht. Ich mache das seit 2006, diese Therapie, immer wieder mal, wenn ich sehe, es geht. Das muss man halt gucken, ob es funktioniert oder nicht. Das sieht man an den Werten. Und dann nehmen wir ganz niedrige Dosen. Ich habe noch nie eine Unterzuckerung gesehen bei diesem Ansatz. Ja, Insulin in ganz niedriger Dosierung, ein Basalinsulin, meistens so 8 bis 10 Einheiten, da passiert nichts beim Typ-2-Diabetes. Und durch die Unterstützung der anderen Medikamente haben wir plötzlich eine absolute Entlastung des Produktionsdrucks der Bauchspeicheldrüse und können dann damit ganz überraschende Dinge sehen, dass nämlich zum Beispiel die Gewichtszunahme geht weg. In der Regel verlieren meine Patienten circa 3 bis 4 Kilo in diesen 3 Monaten und mehr will ich auch gar nicht, weil die sollen ja auch dauerhaft dann abnehmen und das geschieht nicht, wenn man zu schnell abnimmt. Und wir sehen Verbesserungen auch bei den Spätschäden, bei den Begleiterkrankungen. Häufig können wir Blutdruckmedikation reduzieren oder Lipidmedikation reduzieren und häufig sehen wir auch, dass sich langfristig sogar die Arteriosklerose damit ganz positiv beeinflussen lässt. Aber das ist ja verrückt. Doch, das geht. Aber das ist unfassbar und dann, cool. Nein, das funktioniert einfach. Aber gell, der normale Diabetiker... Du, wenn du das jeden Tag machst, dann ist das nicht mehr cool. Dann ist das einfach Routine. Ja, ja, aber ich finde es cool, das auch zu vermitteln. Aber gell, der normale Diabetiker, der hat schon die große Gefahr, massiv zuzunehmen. Ja, klar. Aber die fühlen sich ja auch nicht wohl. Stopp. Also Grundregel Nummer 1. Man nimmt nur dann zu, wenn man mehr isst, als man verbrennt. Ja. Da kann keine Diät und kein Gesetz der Welt was dran ändern. Das ist so. So. Ich habe also 2 Möglichkeiten, da was zu machen. Ich kann entweder weniger essen. Oder mehr bewegen. Oder ich kann mehr verbrennen. Idealerweise beides. Ja. Jetzt ist man als, ich sag mal vorsichtig, Couch-Potato ja nicht unbedingt willens, sich massiv zu bewegen. Das heißt, man muss mehr auf der Ernährungsseite machen. Da können wir mal eine eigene Sendung zu machen, was ich bei Diabetes ernährungstechnisch empfehle. Grundregel ist so wenig Kohlenhydrate wie nötig. Ja, ein bisschen Glukose braucht das Gehirn. Wir haben genug Menschen auf der Welt, die ohne Glukose rumzulaufen scheinen. Wenn man ihre Äußerungen ist, weiß ich. Ja, ist gut. War ein Insider. Häufig in der Politik. Ja, ja. Jetzt höre ich auf. Ja. Und ich denke, das ist gefährlich. Das Gehirn braucht auch Energie, aber eben in Maßen. Und wenn man das gut steuert, da reden wir mal ein andermal drüber, ja? Was mir jetzt wichtig ist, ist, dass ich noch einmal zeige, was man damit erreichen kann. Also, wenn wir ausreichende Produktionskapazitäten finden, dann können wir so eine multipharmakologische, jetzt mal für 3 Monate angewendet, wir sprechen in der Medizin von temporärer Medikamentenintervention machen. Ja. Wir machen dann häufig nach 6 Wochen machen wir nochmal eine Zwischenvisite, bestimmen nochmal alles, um zu gucken, sind wir auf dem richtigen Weg, erreichen wir unsere Ziele oder müssen wir vielleicht noch was anpassen? Ich meine, auch ich bin nicht allwissend und treffe immer das Richtige, aber das gelingt meistens. Und dann nach weiteren 6 Wochen, wenn wir dann alles abgesetzt haben, warten wir eine Woche, machen dann nochmal die Bestimmung. Und dann kann man schon sehen, hat das ausgereicht? Und ja, um auf deinen vorigen Punkt zu kommen, in vielen Fällen können wir dann tatsächlich auf Medikation erstmal wieder verzichten. Sodass die Patienten dann letztendlich, ich nehme mal gerne ein Bild aus dem Fußball, ja. Also das Leben hat ihnen die gelbe Diabeteskarte gezeigt. Sie sind verwarnt. Jetzt habe ich sie mal vom Spielfeld genommen. Ich habe sie jetzt schon einmal wieder fit gemacht. Jetzt dürfen sie wieder aufs Spielfeld. Aber denken Sie dran, die nächste gelbe Karte, die Sie kriegen, könnte eine gelb-rote sein. Also halten Sie sich jetzt ein bisschen an die Empfehlungen und die Regeln. Ich glaube, das versteht jeder Patient, ja, dass er sozusagen, er weiß ja jetzt, er hat Diabetes. Und ja, der Pfützner hat ihn weggemacht, was nicht stimmt. Der ist immer noch da, ja.
Aber ich bin wieder in ein Vorstadium zurück und kann jetzt durch meinen Lebensstil selber beeinflussen, wie schnell er wiederkommt. Er wird wiederkommen. Es ist eine vererbte Krankheit. Aber der Zeitraum, der kann zwischen 6 Monaten bis 5 Jahren betragen. Also ich habe eine Patientin, die ist zurzeit wieder in dieser therapiefreien Phase und die hat sich wirklich aggressiv das Ziel gesetzt. Sie will meine bisherige Star-Patientin, was den Zeitrahmen angeht, übertreffen. Und sie hat gute Chancen, dahin zu kommen, weil die Patienten kommen dann in dieser Zwischenphase so alle 3 bis 6 Monate zu mir, um mal zu gucken, wo stehen sie denn. Das sind vor allem die Biomarker, die uns das sagen. Und im Moment hat sie noch keine Indikation, dass der Diabetes zurückkommt. Das würden wir zum Beispiel an einem Anstieg des Proinsulins sofort sehen. Aber ja, ich habe immer gelernt, also wenn ich ja meine Ernährung konsequent umstelle, ja, als Diabetiker auf kohlenhydratarme, zuckerarme Ernährung, ja, dass der Diabetes ja da gar nicht mehr kommen muss. Naja, natürlich, ich kann ihn ja zurückhalten. Aber ich sag mal so, meine Erfahrung bisher, ich mache das seit 2006, ist schon, er kommt irgendwann mal wieder. Ich kann ja entscheiden, ob ich überhaupt möchte, dass der Zucker hochgeht. In dem Moment, wo ich sehe, mein Proinsulin steigt wieder an, habe ich ja noch normale Zuckerwerte. Das werden wir gleich an einem Fallbeispiel sehen. Ich habe noch normale Zuckerwerte. Und das Schöne ist jetzt, wenn wir sehen, er kommt wieder, ey, dann wird es gerade wiederholt. Mit dem gleichen Ergebnis, mit dem gleichen Erfolg. Also anstatt dauerhaft für den Rest des Lebens eine ansteigende Anzahl, eine eskalierende Anzahl von Medikamenten zu benötigen, um den Blutzucker im Griff zu halten, therapieren wir den Diabetes mit temporären, stoßartigen, durchaus aus vielen Medikamenten bestehenden Interventionen, die aber niedrig dosiert sind. Und der Unterschied bei uns ist, dass die Patienten in der Zwischenzeit normale Werte haben. Das heißt, dass sie auch keine Spätschäden kriegen werden. Und ja, dass sich die Bauchspeicheldrüse erholt. Und dass sich die Bauchspeicheldrüse, wir nutzen einfach dieses Erholungspotenzial. Mhm. Und ich will mal kurz zeigen, was man damit erreichen kann. Mhm. Eine sehr schönes Fallbeispiel. Oder ja, vielleicht noch zur Erläuterung. Wir kennen ein vergleichbares Phänomen beim Typ-1-Diabetes. Wenn ein Patient mit Autoimmundiabetes erste Manifestation zeigt, also viel Wasser lassen, fürchterlichen Durst, man erkennt, der Blutzucker ist fürchterlich hoch und man beginnt ihn mit Insulin zu therapieren, dann kommt es zu einer sogenannten Remissionsphase, einer Erholungsphase. Diese Erholungsphase bedeutet, dass er eigentlich kein Insulin braucht, um den Blutzucker im Griff zu halten. Man therapiert trotzdem durch, weil man gerne diese Kapazität der Bauchspeicheldrüse so lange wie möglich erhalten möchte, weil zum einen kommen da auch noch andere Hormone raus, die dann fehlen, wenn man nur noch eine Insulintherapie macht. Und zum anderen ist es so, dass durch die Restfunktion der Bauchspeicheldrüse auch mögliche Therapiefehler einfach ausgeglichen werden können. Ja, deswegen therapiert man da durch, obwohl der Patient das eigentlich nicht braucht. Das heißt, das ist auch der Beleg dafür, dass die Bauchspeicheldrüse ein Regenerationspotenzial hat. Ja? Und nichts anderes induzieren wir durch unsere multipharmakologische Therapie beim Typ-2-Diabetes. Mit dem Unterschied, das hält viel länger an. Beim Typ 1 maximal 6 Monate bis ein Jahr. Ja? Beim Typ-2-Patienten, wie gesagt, das längste, was ich bisher beobachtet habe, sind 5 Jahre. Vielleicht sind es bald 6 oder 7, wenn meine Patientin, die da gerade sich darum bemüht, auch erfolgreich weiter ihren Lebensstil so im Griff hat, dass sie eben keine Tendenz zeigt, dass das wiederkommt. Es gibt ja auch manchmal Phänotypen beim Diabetes, wo das allein durch die Ernährungstherapie gelingt, die Krankheit wieder zum Verschwinden zu bringen. Das ist halt auch ein Phänotyp, aber den hat halt nun mal nicht jeder. Mhm. Ja, also ich weiß, das sind dann berühmte Buchautoren. Ich habe meinen Diabetes durch meine Ernährungstherapie im Griff gehabt. So und so habe ich das gemacht. Wunderbar. Kann bei diesem Patienten oder wird bei diesem Patienten auch geklappt haben. Ich habe da gar keinen Zweifel dran, dass das alles stimmt. Ja, aber es ist eben ein ganz besonderer Phänotyp, bei dem das funktioniert hat. Und der andere Patient, der das dann krampfhaft versucht nachzukochen, bei dem scheitert es, weil sein Phänotyp diese Entwicklung der Krankheit gar nicht hergibt. Mhm. Ja? Also da kann man solche Phänomene dran erklären. Ich würde jetzt gerne mal ein Beispiel zeigen. Ich habe, das mag auch ein Hinweis auf die Effizienz unserer Therapie sein, eine schöne Kooperation mit der Lufthansa. Die Lufthansa hat nämlich folgendes Problem. Verkehrspiloten, die aufgrund der Leitlinien auf eine Insulintherapie müssen, dürfen nicht mehr fliegen. Die haben dann Berufsverbot und fallen aus. Sind dann, wie man neudeutsch so schön sagt, die sind dann gegrounded. Ja?
Und ich habe 2012 vom FlyMed Medical Center Professor Rosa am Frankfurt an der Unterschweinstiege am Flughafen mal den ersten Patienten geschickt bekommen, weil ich im Rahmen eines arbeitsmedizinischen Vortrages über diese Therapie geredet habe. Der Pilot hat dann bei mir tatsächlich, 2012 war das, diese Deeskalationstherapie durchgeführt. Und ich möchte einfach nur mal den HbA1c-Verlauf zeigen, den dieser Patient über die letzten 10 Jahre in meiner Behandlung hatte. Also bei ihm hält diese Deeskalationswirkung ungefähr 2 Jahre an, ja. Und man kann sehen, dass wir dann nach 2 Jahren, da fing dann auch der HbA1c an. Wir haben ja praktisch den Patienten einmalig behandelt. Damit war der Zucker, der HbA1c-Wert im Normbereich. Ja. Und wir haben dann über die Jahre, alle 2 Jahre immer das wiederholt. Und man sieht, dass der Zucker ist erstmal nie wieder über den eigentlichen Normbereich gegangen. Ganz zum Schluss. Und das hing vielleicht auch damit zusammen, dass er sich immer nur 6 Wochen Zeit genommen hat für diese Deeskalationstherapie, weil er wollte nämlich eigentlich gar nicht aus dem aktiven Dienst mal ausschalten. Wir machen das eigentlich in der Kooperation, dass die Lufthansa Bescheid weiß. Die Piloten werden dann für 3 Monate nicht eingesetzt, weil sie ja Insulin spritzen im Rahmen meiner Deeskalationstherapie. Und das muss ja nicht, man muss ja die Regeln nicht verletzen. Die können ja Urlaub nehmen, Simulatortrainings machen oder andere Dinge in der Zeit. Es muss halt abgesprochen sein. Das ist uns bei den ersten beiden Malen gelungen, danach nicht mehr. Da hat er halt nur seinen Urlaub sozusagen geopfert. Deswegen war es vielleicht auch nicht ganz so nachhaltig, wie wir das kennen. Aber ich darf sagen, der Pilot ist Jahrgang 264. Der ist also jetzt 59 Jahre alt, der will bis 65 fliegen, er hat noch 6 Jahre vor sich und er wäre unter normalen Umständen 2010 auf Insulin gekommen und hätte nicht mehr arbeiten dürfen. Und so führen wir ihn mit dieser Therapie bis hin zu seinem wohlverdienten Ruhestand und es sind alle glücklich und das hat dazu geführt, dass ich mittlerweile regelmäßig Piloten zugeschickt bekomme aus der Flugmedizin, die halt dann bei mir durch dieses Verfahren eigentlich ihren Beruf behalten können. Ja, das ist natürlich super. Eine tolle Kiste. Ja, ja. Und man kann das jetzt auch an andere, man könnte auch die Proinsulinverläufe zeigen und so weiter. Man wird dann feststellen, dass wir immer dann eine Deeskalationstherapie wieder angefangen haben, wenn das Proinsulin anstieg. Das ist so der erste Indikator dafür, dass es jetzt wieder losgeht und das kann man super behandeln. Ich habe den Patienten gerade gestern gesehen, dem wir Pudelwohl und er fliegt und er ist einer der wenigen A380 Piloten, die wir in Deutschland zurzeit ja noch haben. Ja? Also wir haben die Therapie schon mehr als 5-mal wiederholt, das geht und wir konnten die dauerhafte Insulintherapie damit verhindern. Ein anderes Beispiel ist dieses hier. Das zeigt, was man erreichen kann, wenn man nach einer Deeskalationstherapie die richtige Medikation auswählt, die auf den Phänotypen geht. Ja, handelt sich hier um eine Patientin, das muss ich mal kurz rechnen, die war damals, wie wir das gemacht haben, 2006, jetzt darf ich nicht lügen, war sie 76, ja. Und wir haben dann diese Deeskalationstherapie durchgeführt in den ersten 3 Monaten. Der HbA1c ist dann gepurzelt von 11 runter auf 5,8 sowas, ja. Und dann habe ich festgestellt, dass aufgrund ihres Phänotypen bei ihr war die Insulinresistenz der treibende Faktor. Und ich habe damals gesagt, ich möchte, weil ich war ja ganz neu, war es mein erster Versuch. Und ich habe zu ihr gesagt, Mutter, ich möchte dich nicht ohne Therapie lassen. Es ist tatsächlich meine Mutter, dieses Fallbeispiel hier. Und ich habe sie deswegen aufgrund ihrer Pathophysiologie auf eine Pioglitazon-Monotherapie eingestellt. Also nicht Metformin, sondern Pioglitazon als Monotherapie. Und das Ergebnis sieht man hier, da ist nichts mehr passiert seither. Ja, zum einen hat sie massiv reagiert, das Adiponektin ist angestiegen, also ihre Insulinsensitivität ist wieder voll da, die wird auch immer besser. Ja? Und gleichzeitig der HbA1c-Wert, der ja als Indikator für den Blutzucker auch irgendwo anzeigt, ob es Spätschäden geben wird oder nicht. Das sieht man hier, der ist durchgehend normal geblieben und das hat sich bis heute nicht geändert. Das Bild dieser Zeitstrahl hier Ende 2016, ich kann dir versichern, das ist auch heute noch so, weitere 7 Jahre später, sie hat keinen progredienten Diabetes. In dem Moment, wo sie das nicht nimmt, geht auch der Zucker wieder hoch. Ja, also sie hat schon Diabetes, aber wir haben den durch die richtige Therapie mit einer Tablette dauerhaft im Griff. Das geht, ja, und es muss auch nicht eskaliert werden. Deswegen bezeichne ich dieses ganze Konzept als
Deeskalationsansatz. Und wir haben damit wirklich tolle Ergebnisse. Was vielleicht bei ihr noch dazu kommt, man sieht hier auch, sie hat natürlich wunderbar sich auch an Diätempfehlungen gehalten. Muss sie mittlerweile zum Essen einladen, weil sie hat das schon so verinnerlicht, dass sie mittlerweile ist sie schon bald, sie wird bald 90, sie ist fit wie ein Turnschuh. Ja. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es mir gelungen ist, in ihrem Fall so ein Ergebnis hinzukriegen. Ja, ich würde es einfach gerne mal zusammenfassen, ja, was wir da so machen. Also man kann den individuellen Phänotypen messen und wenn man sieht, da ist noch was da, was man wiedererwecken kann, dann kann man das mit so einer Kombinationstherapie, die eigentlich keine Risiken bewirkt. Das sind durchaus Kombinationen, die auch in den Leitlinien vorkommen. Also wir sind gar nicht mal gegen die, ich bin überhaupt nicht gegen die Leitlinien, aber ich mache halt einen anderen Zeitpunkt. Ich warte nicht, bis es überhaupt nichts mehr geht, um so eine Viererkombination einzusetzen. Dann macht man das nämlich bei den Leitlinien, sondern wir greifen einfach mal temporär kurzfristig ein und sehen ja dann, ob es funktioniert. Wenn wir feststellen, es funktioniert nicht, dann verlassen wir das Konzept natürlich wieder. Es gibt keine absoluten Wahrheiten in der Medizin, außer dass man irgendwann stirbt. Das ist eine absolute Wahrheit, aber ansonsten gibt's keine. Und da muss man auch, denke ich, als Arzt flexibel genug sein zu erkennen, wenn mal der eigene Ansatz nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt, und dann eben auch Alternativen anzubieten. Aber ich darf sagen, bisher bin ich in dieses Problem noch gar nicht gekommen, ja, bei meinen Patienten. Und man kann die halt auch mehrmals anwenden und kann damit tatsächlich teilweise für mehrere Jahre eine absolute Therapiefreiheit induzieren, die der Patient selber in ihrer Länge durch seinen Lebensstil auch ein bisschen beeinflussen kann. Mhm. Ich glaube, das ist so eine der Therapien, die zeigen, dass es möglich ist, den Diabetes eben nicht als gottgegebene, chronisch progrediente Erkrankung, die zu miserablen Spätschäden führt, zu verstehen, sondern dass man das durchaus auch mit einem bisschen um die Ecke gedachten pathophysiologischen Ansatz auch anders fahren kann. Und genau das machen wir, finde ich, so stolz und glücklich darüber, dass du das so vermittelst, dass man keine miserablen Spätfolgen haben, die meines Erachtens nach wie vor zu wenig kommuniziert werden, weder von Ärzten noch von der Wahrnehmung von betroffenen Menschen. Ja. Ja, das Problem ist ja auch... Das habe ich ja nicht auf dem Schirm. Naja, sagen wir mal so, es gibt schon, wir haben das schon früher so gehabt, dass man gerne die Patienten mit dem Potenzial der Spätschäden bedroht hat, um sie dazu zu bewegen, ihre Therapien zu nehmen. Mhm. Das ist aber komplett der falsche Ansatz. Ja, das kann überhaupt nicht funktionieren. Sondern, dass es diese Spätschäden gibt, ist unbestritten. Ja, man will ja auch die Patienten jetzt nicht unbedingt verängstigen. Dr. Google, wenn sie googeln, würde ihnen sofort sagen, was da alles passieren kann und was alles droht. Aber es ist ja auch häufig so, solange man keine effizienten Lösungen hat, scheut man sich auch ein bisschen über die Probleme zu reden. Mhm. Und ich möchte einfach nur aufzeigen, es gibt durchaus effizientere Lösungen als das, was wir im Moment in der Standardversorgung anbieten. Deswegen nennen wir es ja Standard of Care Plus. Ja, das ist eine der Therapien davon. Wir werden ja jetzt vielleicht in einer Folge Sendung noch über die Therapie der Spätschäden reden. Auch die ist möglich. Ja. Mhm. Auch die Therapie der Atherosklerose mit einem alternativen Therapieansatz ist durchaus möglich. Und es ist auch, glaube ich, wichtig, dass wir uns bemühen, mal dieses Wissen ein bisschen mehr unter die Leute zu bringen. Danke, ganz herzlich. Sehr gerne. Wenn ein betroffener Zuschauer jetzt gerade sagt, ich möchte aber weitere Informationen, um einfach mal ein bisschen mehr Wissen mir anzueignen, weil das ja auch du selbst gesagt hast, jeder Patient soll zum Arzt werden, seine eigene Krankheit, was ich auch immer so empfehle. Hast du eine Plattform, wo man sich ein bisschen ganzheitlicher da mit diesem Thema beschäftigen kann? Also wir sind jetzt gerade dabei, das mal so ein bisschen mehr aufzubauen und zu strukturieren. Im Moment würde ich empfehlen, dass man einfach auf die Website meines Institutes geht. Mhm. Wenn ich die sagen darf, das ist www.pfützner-mainz.com. Ja. Dadurch wissen die Leute jetzt auch, wo wir uns befinden im Rhein-Main-Gebiet. Und da kann man dann weiterführende Informationen, wir haben da unter anderem Patientenvideos für Patienten, zwar im Moment noch in englischer Sprache, die Deutschen sind gerade in der Mache, ja, aber man kann sich da schon mal informieren und man kann selbstverständlich auch Kontakt aufnehmen und ich kann dann gerne entweder weitervermitteln oder der Patient kommt mal zu uns, wenn er das möchte. Es ist eigentlich relativ einfach, ich muss die nur einmal sehen, wir brauchen eine Blutprobe.
Und den Rest kann man dann schon wieder in Kooperation mit dem niedergelassenen Kollegen vor Ort machen. Also ich habe nicht den Alleinvertretungsanspruch hier, im Gegenteil. Ich würde gerne, dass meine Methoden, die wir jetzt so lange entwickelt haben, dass die einfach mehr Verbreitung finden. Und das geschieht am besten, indem die Kollegen sehen, wie die funktionieren. Mhm. Also ich bin absolut gewillt und offen, mit jedem niedergelassenen Arzt zusammenzuarbeiten, um den Patienten zu helfen. Weil ich kann die alleine ohnehin nicht alle behandeln. Ja, 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 was wollen, ja. Das explodiert ja extremst, ja, 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 oder? Genau. Also genau. Ganz herzlichen Dank. Gerne. Professor Dr. Andreas Pfützner war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich hoffe, ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen oder zu wenig versprochen, was auch immer, in Bezug auf die Erkenntnisse im Beindiabetes. Und ich bin nur happy und stolz darüber, dass wir dieses Wissen Ihnen näher bringen durften, dass man eigentlich aus verschiedenen Sichtweisen gleichzeitig agieren sollte und damit auch auszusetzen, um zu schauen, wie regeneriert der Körper sich selbst, um letztendlich wieder ins Lot zu kommen und überhaupt auf Medikationen zu verzichten. Und das fand ich ein ganz schönes Thema und ich hoffe, wir haben Ihnen eine wichtige Erkenntnis transportieren dürfen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.